Du bist jetzt schon blass. Echt? Und jetzt merkst du so 1,7, 1,8G. Ist alles nass. Aber es ist nur geil. Ihr fragt euch vielleicht, was haben diese Bilder mit einem Ladepark zu tun? Ja, beim Elektroauto laden denkt man normalerweise, ey, möglichst schnell laden und schnell wieder weg. Aber ich bin jetzt hier gemeinsam mit euch am Ladepark Leipzig von Porsche. Und zwar tatsächlich auf dem Werksgelände von Porsche. Und das ist ein Ladepark, da möchte man gar nicht mehr weg. Wieso? Das zeige ich euch jetzt. Hallo. Hi. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir würden gerne schnell laden. Schnell laden. Okay. Ich gebe Ihnen mein Besucherkärtchen. Okay. Die machen Sie bitte an sich. Okay. Hier können Sie sich dann mal noch anschauen. Okay. Ah, die kenne ich doch. Super. Genau. Okay. Sie wissen, wo die Ladesäule ist? Ja, ich glaube da links irgendwo. Genau. Ganz gerade durch und am Parkplatz auf der linken Seite am Zaun. Okay, super. Dankeschön. So, nur falls ihr euch wundert, das ist auch ganz wichtig, man fährt hier tatsächlich auf das Werksgelände von Porsche. Und hier links sehe ich zum Beispiel schon mal eine Rennstrecke. Hier gibt es wirklich was zu erleben. Und hier kann man super schnell laden und vor allem aber nicht irritiert sein. Hier ist wirklich die ganze Zeit der Ladepark geöffnet, 24/7. Man muss halt einmal kurz sich da anmelden, aber es bekommt wirklich jeder Besucherausweis, egal ob Porsche oder welcher Elektroautofahrer auch immer. Ihr könnt hier natürlich mit allen Automarken laden und auftauchen. Ah, jetzt habe ich mir schön zwischen so zwei Porsches platziert. Das ist so ein Ironman Porsche, den würde ich jetzt auch... Mit dem würde ich auch nach Hause fahren. Aber wir sind ja hier zum Laden. 12 super Schnelllader mit 350 kW haben die volle Leistung, um jedes Elektroauto so schnell aufzuladen, wie es nur geht. Ihr authentifiziert euch einfach mit der Ladekarte eures Vertrauens. Und wie gesagt, hier kann jeder hin. Egal von welcher Marke, welches Modell, alles was elektrisch ist, darf hier natürlich rein und vor allem auch laden. So, stecken wir das mal dran. Gucken wir mal, hier steht irgendwie 2 Stunden, aber so lange dauert das ja gar nicht, darf man hier stehen. Jetzt authentifiziert er, initialisiert er sich und ja, ich sag mal so 30 Minuten, dann sollten wir weiterfahren. Ich glaube, das schaffen wir. Das Schöne ist, der Park ist ja immer geöffnet, auch wenn man sich kurz anmeldet, nicht irritieren lassen. Und ist auch immer eine Toilette und Wickeltisch etc. Und jetzt guckt euch mal das Teil da an, das Experience Center. Und was man da so alles erleben kann, das checken wir jetzt mal aus. Okay, eine Spritztour, ein Store gibt's, ein Café, ein Museum. Ich würde sagen, ab ins Café erstmal. Ich weiß schon, was ich will. Ich nehme da so eine Turbo-Stulle und ein Americano, bitte. Okay, kein Problem. Super. Währenddessen gucke ich mich hier mal ein bisschen um. Guck mal, hier kann man sich gemütlich hinsetzen und, da steht schon mal, zum Beispiel die Spritztour buchen. Boah. Kriegen wir hin, oder? Wir haben nur 30 Minuten. Ey, komm, das geht ganz schnell. Das machen wir noch. Oh, danke dir. Guck mal, die Freunde von Encharge verschenken hier 10 Kilometer. Fotografiere den Kassenbon. Kann ich den noch haben, bitte? Gerne. Weil die 10 Kilometer, die greife ich natürlich ab. Ich habe tatsächlich in 20 Minuten noch so eine Spritztour bekommen, Max. Robin, unser Auto ist so gut wie geladen. Ey, das ist ein einmaliges Erlebnis. Wir können uns das ganze Berg hier anschauen. Das müssen wir mitnehmen. Das wird kein Problem sein. Bleiben da ein bisschen länger stehen. Jetzt haben wir die vorher hier von den Kollegen von Encharge noch in die Hand gedrückt, dass man noch eine Challenge machen kann. Nochmal 20 Kilometer absahnen. Da sage ich nicht nein. Hi Robin, ich bin Robert. Herzlich willkommen zur Spritztour. Robert. Oh, ja. Ich freue mich schon. Wie geht's los? Mit welchem Auto? Wir haben hier draußen einen Taycan Turbo stehen. Cross Turismo und 600 PS am Start. Ich denke, das geht los, oder? Ja, dann gib mal Gas. Oder Strom, besser gesagt. Strom, ja. Hier kommt man eigentlich sonst nicht rein. Nein, das ist richtig. Hier beginnt das Werksgelände. Und auf der Seite, wo wir jetzt herkommen, haben wir das Porsche Experience Center. Wie gesagt, inzwischen offen für alle. Ohne Termin kann man hier zu Öffnungszeiten vorbeikommen und die Porsche Welt erleben. Mhm. Und das hier ist der Werksbereich und deswegen schützen wir den ein kleines bisschen intensiver. Das Schöne bei der Porsche Spritztour ist, dass es wirklich kompakt ist. Wir haben natürlich auch Werksführungen. Wir haben eine ganze Menge an unterschiedlichsten Fahrprogrammen, ob mit oder Selbstfahrt. Und bis hin auch zu Business-Events kann man hier sehr viel planen und auch durchführen. Das Schöne für den Besucher ist, der also auch ungeplant herkommen kann, dass diese Spritztour tatsächlich exklusiv am Tag selber buchbar ist nach Verfügbarkeit. Und dann kriegt man so einen schönen ersten Eindruck und ist halt wirklich kompakt. Eine halbe Stunde Zeit haben die meisten, auch wenn sie schnell laden. Okay. Und da kriegt man einen guten ersten Eindruck. Oh, ja. Apropos Max,
das Auto ist jetzt aufgeladen. Ich habe schon aufgegeben, dass wir pünktlich rauskommen. Das ist, ich glaube, demnächst müssen wir umparken, sonst bekommen wir Blockiergebühren von unserem Ladeanbieter. Jetzt befahren wir hier hinter diesem Tor einen Bereich, den die wenigsten wahrscheinlich bei einem Sportwagenhersteller erwarten würden, eine Geländestrecke. Aber als wir hier vor 20 eine Jahren... Eine Geländestrecke? Ja, ja, eine Geländestrecke. Und mit dem Auto? Mit dem Auto. Wir sitzen in einem Taycan Cross Turismo. Ich stelle jetzt auch mal den, ich sag mal, Soft-Offroad-Modus ein. Das ist ein Gravel-Modus, der setzt, versetzt uns in die Lage, mit ein bisschen mehr Bodenfreiheit hier diesen Rundparcoursweg zu fahren. Unsere SUVs, Cayenne und Macan können natürlich all die Module, die wir hier haben, auch natürlich anders bewältigen. Durch Wasser fahren wir also jetzt gemeinsam nicht. Das ist ja eine riesige Wassermatschstrecke, ja, wo es nicht runtergeht. Ja, das ist, also wir reden von einer wirklichen Offroad-Strecke. Und auch das kann man hier natürlich buchen und erleben und auch selber fahren. Und wie du schon gesagt hast, einfach mal auf der Homepage gucken und sich da einen Termin sichern. Der Cross Turismo kann deutlich mehr, als die meisten glauben. Und das können wir gleich mal ausprobieren. Also diese gut 80% schafft das Auto, hier vorne rechts seht ihr das, aufgrund der Böschungswinkel natürlich nicht, aber auch 40% finde ich üblicherweise auf einer normalen Straße nicht. Okay. Und Drehmoment ist vorhanden. Hm? Oh. Gott, wenn du nicht weißt, was dahinter kommt. Ich komme vorhin so einer Safari. Ist es auch. Elektroauto-Safari. Hier sehen Sie die grüne Mamba in ihrem natürlichen Habitat. Wir müssen sehr leise sein, denn sie ist sehr schreckhaft. Jetzt haben wir sie verscheucht. Wie gesagt, wir können natürlich mit dem Auto nur ein paar wenige Sachen fahren, die auch die SUVs sonst fahren. Aber einen Schmankerl habe ich für euch noch mal dabei. Das ist ja so ein kleiner Abstecher in die ehemalige. Das sieht wild aus. Schon, aber auch die Militärfahrzeuge unterwegs waren, die hier früher den Bereich befahren haben. Und das würden jetzt wahrscheinlich die meisten mit einer E-Limousine nicht mehr probieren. Aber das zeigt tatsächlich die Qualitäten des Taycan Cross. Und das würde ich mir mit meinem Auto niemals trauen. Lass dir Zeit mit dem Auto im Offroad und dann geht doch einiges deutlich mehr als die meisten sich Probleme, oder im Auto zu fahren. Ohne irgendwas, ne? Das ist ja schon fast so langweilig. Das Auto denkt sich so, oh Mensch, gib mir mal eine härtere Aufgabe. Ah ja, da geht es ja richtig runter hier. Ja, das sieht man im Video natürlich nicht, aber es ist tatsächlich schon. Das kommt wahrscheinlich nicht so rüber, aber das geht ganz schön runter. Jung. Ihr habt Spaß, das ist schön. Und du sitzt so drin. Oh, wow. Jetzt ist mir gerade kurz ein bisschen heiß geworden. Gut, dann fahren wir jetzt wieder ein kleines bisschen runter und gucken uns mal das Werk an mit allen Gehwerken, die wir haben. Ja, wenn wir hier quasi durchs Werk fahren, merkt man erstmal, wie groß und wie komplex tatsächlich so ein Werk ist, wie viel Vorbereitung auch in der Logistik notwendig ist, um so einen Ablauf einer Fertigung überhaupt aufzusetzen und so eine Fertigung aufzubauen. Und da stehen ein paar. Da stehen so ein paar rum. Guck mal, das fällt doch nicht auf, wenn ich mir da einen mitnehme, oder? Bestimmt nicht, nein. Probier's mal. Aber die gehen. Ja, das sind keine Taycans. Na gut, also da dürften Hybriden dabei sein, aber ja, noch sehen wir hier keinen reinen Elektro. Ja. Genau, das heißt, ihr habt jetzt gerade auch eine Riesentransformation, baut ordentlich aus, ne? Dass die ganze Produktion erweitert wird um Elektroautos. Wie gesagt, der E-Macan als Arbeitstitel jetzt erstmal. Ich wette fast, der wird einen anderen Namen bekommen, aber das werden wir dann nochmal sehen. Gucken wir mal. Wir kommen jetzt an den Punkt, wo wir, wie jedes Neufahrzeug, also tatsächlich 100% der Fertigung hier, eine Probefahrt absolvieren, also eine dynamische Qualitätskontrolle. Und wie zu sehen ist, durchlaufen die Fahrzeuge verschiedene Testfahrbereiche und unter anderem eben auch die Simulation unterschiedlicher Fahrsituationen, Schlechtwege und so weiter. Aber grundsätzlich kann man zusammenfassen, machen wir einen dynamischen Qualitätstest mit jedem Fahrzeug, also einen Selbstfahrtest, wo wir ungefähr 10-15 Kilometer
auf das Auto bringen, auf den Tacho bringen und feststellen, ist das Auto perfekt verarbeitet. Also zusätzlich zu den Standardqualitätskontrollen eben auch diese dynamische Qualitätskontrolle. Und wir simulieren das mal mit. Ich weiß schon, was jetzt kommt. Wir haben noch gar nicht angefangen. Mir kribbelt es jetzt schon. Wir haben 12 Meter Streckenbreite. Und wie das so ist, haben keinen Gegenverkehr. Wir können also die Breite auch mal ein bisschen ausnutzen. Hältst du dich fest, Robin? Ja, Max, du auch? Ja. Kamera schön festhalten. Oh Gott. Das ist ja schlimmer, als ich dachte. Wir sammeln erstmal die GoPro wieder. Oh Gott. Wie würden diese Co-Piloten fahren? Ja, das wird noch spannender. Der Taycan hat, und das zeigt das Fahrwerk hier eindeutig. Oh Gott. Das ist. Ganz klar Sportwagen-Gene. Du hältst dich immer noch fest? Ja. Ja. Oh Gott. Ich mag aber euer Wording, ja? Andere würden sagen, wir sind über die Strecke geheizt wie die Gestörten. Und ihr eine dynamische Sportwagenfahrt. Lowballing. Ja. Boah. Eieieiei. Oh Gott, um Gottes Willen. Sag mal, oh, das ist ja. So kann man sich Qualitätstests gefallen lassen, oder? Schatz, was hast du heute gemacht? Ich habe ein paar Qualitätstests gemacht. Oh, das war schon ein richtig gutes Abenteuer. Und jetzt hat mir gerade Robert gesagt, dass sie tatsächlich mir noch so eine Co-Pilotenfahrt über die Rennstrecke mit dem Rennfahrer gebucht haben. Da bin ich echt mal gespannt darauf. In jedem Fall haben wir jetzt noch mal 20 Minuten. Robin, jetzt zahlen schon Blockiergebühren. Ja, aber ich wollte noch mal kurz ins Museum hoch. Max, das ist kein Problem, wirklich. Das ist gar kein Thema. Boah, was ist denn das für ein schöner roter Porsche? Guck mal, mit dem auf die Rennstrecke. Bitte nicht streicheln. Ich wollte gerade streicheln. So. Tor! Oh, ups. Ja. Bei Philippe sieht das nicht so aus. Ah, hier kann man wirklich schöne, historische Autos von Porsche erleben. Robin, wir ziehen mittlerweile wirklich schon Blockiergebühren. Was sagt das doch, Mann? Oh, Mann, ey, Max, sag mir doch sowas. Oh, Mann, ey, du hättest doch einmal was sagen können, Max. Oh, Mensch, Max, hättest du mich wenigstens einmal dran erinnern können, kurz mal. Ah. Oh Gott. Ah, naja, zum Glück habe ich dran gedacht. Jetzt fahren wir mal mit Philippe hier. Ich höre dich schon heiß hier rumheizen. Über die Rennstrecke. So. Warte. Ich muss auch noch. Wenn ich schon gleich kotze, dann wenigstens mit Stil. Du bist jetzt schon blass. Okay. So, 3, 2, 1, go! Wow. 1050 Newton. Oh, das ist aber geil. Das ist geil. Das ist geil. Das ist gut, ne? Das ist richtig gut. Ja, das sind halt das fand ich gar nicht, das war richtig geil. Ich hab gesehen, du hast mitgebremst. Fand ich super. 761 PS, ne? Über 1000 Newton, das geht schon richtig ab. Was war das jetzt von 0 auf 100 oder nicht ganz 100? Die sagen 2,9. Und in dem Bereich, du bist immer in dem Bereich. Leute. Machen wir gleich nochmal, ne? Okay. Wow! Uiuiui. So, jetzt geht's hier rum mit einer Rechts-Links-Kurve. Geil. Panzer erst die größere. Ja. Alter Vater. Jetzt kommen wir hier an, jetzt rekuperieren wir, ne? Ist auch mal wichtig. Geht's hier rein. Yes! So, Rechts-Links-Kombination und dann geht's hier eng rum. Das ist gut. Das macht Spaß. So, jetzt kommen wir hier an.
210 und geht's hier rum. Das ist geil. So, du siehst, du hast dann einen Vorteil da, dadurch, dass die Batterie so tief ist, hast du einen tiefen Schwerpunkt. Ne? Klar. Boah. So, jetzt geht's hier rechts rein. Boah. Alter Vater. Alter. So, und jetzt geht's hier in unser Karussell rein. Boah. Und jetzt merkst du so 1,7, 1,8 G. Dass sowas überhaupt geht. Vor allem mit dem Straßenauto, ne? Oh. Uff, ich reiß dir gleich den Griff raus. Okay. Und jetzt geht's hier in, Spaß. Oh Gott, was macht mein Körper? Oh, so, jetzt fahren wir 170, 180. Haben wir hier Dynamikareal. Das quietscht doch einfach nur noch. Was der alles kann, dass der das so mitmacht. Das erste, wir sagen nicht umsonst, ne? Erster rein elektrischer Sportwagen. Jetzt haben wir hier die Kurzanbindung. 210, 220, 230. Na komm, einmal fahren wir noch rein ins Infield, oder? Ja, gib's mir. Jetzt komme ich rein. Ja, ich merke das schon. Jetzt, jetzt weißt du auch, wo es lang geht. Ne? ist das gestört? So, jetzt mal nochmal für dich. Ne? Formel 1 hat 5,5, 5,6 G. Auf jeden Fall einmal durchgeschwitzt. Ach, guck mal hier. Ist alles nass. Ist alles nass. Aber es ist nur geil. Es ist echt. Hast du gut gemacht. Oh, ja, du hast es gut gemacht. Danke dir, dass ich überlebt habe. Boah, Leute, ich sag euch, das war wirklich eines der krassesten Erlebnisse, die ich mit einem Auto jemals hatte. Und ich kann jedem empfehlen, wenn ihr auf so eine Art von Abenteuer steht, ey, dann müsst ihr das einmal erlebt haben. Und ihr seht ja, ob es jetzt die Co-Pilot-Fahrt ist, ob man selber mit seinem Auto hier lang fährt oder die ganzen tollen Erlebnisse hier mal mitnimmt. Ich kann es euch nur empfehlen, checkt unbedingt die Webseite aus. Habe ich euch unterhalb des Videos in den Beschreibungstext gepackt. Und da könnt ihr dann, wie gesagt, die Sachen buchen, könnt euch nochmal alles in Ruhe anschauen. Und auch Laden ist ja hier wunderbar. Und ich finde eigentlich, ist das nicht die Zukunft? Sollte das nicht in Zukunft immer so sein, dass wenn man irgendwo mit dem Elektroauto unterwegs lädt, dass man dann irgendwie tolle Dinge erleben kann? Gut. Muss natürlich nicht immer so sein wie hier, aber so stelle ich mir die Zukunft des Ladens vor. Und dann macht Elektroauto laden mindestens so viel Spaß wie Elektroauto fahren. Ich hoffe, wenn ihr hier vorbeischaut, dann habt ihr mindestens genauso viel Spaß wie ich. Und ich würde sagen, ich hole mir jetzt noch mal so ein Turbinchen. Nee, wie heißt es? Turbinchen Honig. Ja, genau. Das fand ich richtig süß im Shop. Den gibt es natürlich ja auch noch. Wie gesagt, da gibt es noch viel zu entdecken. Und ich bin echt ein bisschen fertig, Max. Kannst du mich vielleicht jetzt von Leipzig zurück nach Berlin fahren? Na klar. Ach, das wäre toll. Und ich würde mal sagen, Philippe, ich glaube, wir drehen noch mal eine Runde, oder?